Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Train Simulator 2015. Heute hier mal wieder auf Bahnfreak TV. Heute geht es hier mal wieder um eine Lokvorstellung, und zwar um die Baureihe 140, die am 18.06.2015 von Virtual Railroads erschienen ist. Ich werde auf folgende Leistungsmerkmale eingehen: das Aussehen, auf den Funktionsumfang, auf den Sound und den Licht- und Regeneffekt euch zeigen. Beim Sound werde ich euch wieder alleine lassen, damit er auf euch wirken kann. Und im Anschluss gibt es dann nochmal ein Fazit von mir. So, ich fange heute mal mit den Schriftzügen an. Und wie man sehr schön erkennen kann, Zahlen sind gut lesbar, auch das DB-Zeichen. Auch von der Seite kann man alles gut lesen, auch die kleineren Schriftzüge hier unten. Also ich denke mal, dass... sieht schon mal ganz vernünftig aus. Gucken wir uns den Rest der Lok mal an. Da sieht man sehr schön, dass die Lok verschmutzt wirkt. Auch haben die so leichte Dellen drinne, so wie es ja auch in der Realität ist. Das Blech ist ja nie richtig kerzengerade. Schauen wir uns mal das Dach an. Und auch hier kann man also sehr schön erkennen, dass hier alles sehr detailliert wirkt. Schauen wir uns nochmal die Front an. Auch hier kann man sehr schön die Verschmutzungen erkennen. Es wird ein Lokführer simuliert. Und es ist ein bisschen dunkel hier hinten. Gucken wir mal von der anderen Seite, ob wir da die Kupplung besser sehen können. Aber müsste ja. Ja. Ups, bin jetzt sehr dicht dran, aber so passt es, glaube ich. Und auch hier kann man also alles sehr gut erkennen. Wiedererkennungswert ist auf jeden Fall gegeben. Gut, das schauen wir uns mal ohne mal an. Ich denke mal, das sieht doch sehr ansprechend aus. Schauen wir uns mal das Cap an. Auch hier haben wir Gebrauchsspuren. Oh, Verschmutzungen, würde ich mal so sagen. Sieht ja schon ganz schön mitgenommen aus. Gefällt mir immer persönlich immer ein bisschen besser, als wenn es wie aus einem Ei ausgepellt aussieht. Gucken wir uns mal hier die Schriftzüge an. Auch hier alles gut lesbar. Von den Armaturen hier. Schalten wir kurz das Instrumentenlicht aus. Und auch dann kann man alles gut lesen. Oh, das wäre dann das Aussehen gewesen. So, kommen wir zu den Bedienelementen. Da gehe ich von links nach rechts durch. Ich werde die kurz so erläutern, aber ich jetzt daraus kein Tutorial machen, so wie ich sonst in meinen Vorstellungsvideos gemacht habe, denn es soll ja eigentlich nur ein Vorstellungsvideo werden. Wer gerne ein Tutorial zu dieser Lok haben möchte, schreibt es mir einfach unten in die Comments. Wenn das genug Leute sind, dann mache ich das gerne. Hier habt ihr die Handbremse. Dann geht's weiter hier mit den Pantographenschalter, Hauptschalter. Dann habt ihr hier den Sander, Schleuderschutzbremse, Bremse lösen. Hier sind die PZB-Schalter. Dann habt ihr hier oben den Lüftungsschalter, beziehungsweise hier ist der Hauptschalter dafür. Und hier könnt ihr halt einstellen, ob das halt manuell passieren soll oder automatisch. Dann habt ihr hier Leuchtmelderschalter, um zu prüfen, ob die Leuchten funktionieren. Habt ihr hier den Heizungsschalter, der hat aber keinen Einfluss auf die Lok oder auf den Zug. Des Weiteren sind dann hier die Leuchten für die PZB und weitere Statusanzeigen. Dann habt ihr hier den Richtungswahlschalter, hier den SIFA-Schalter, hier habt ihr den Fahrstufenregler. Dann geht's hier weiter mit dem Caplicht. Darauf gehe ich nachher noch ein bisschen näher ein, wenn ich euch das Licht zeige. Hier habt ihr Spitzenlicht, der befindet sich unter dem Fahrschalter, ist ein bisschen mit Fingerspitzengefühl, wenn ihr das mit Maus machen wollt. Und hier oben habt ihr den Instrumentenlicht, also den Schalter dafür. Er geht aber nur über die Tastatur. Also man kann es ja sehen, ich komme hier mit der Maus nicht wirklich rauf. Dann habt ihr hier die Zugbremse und hier oben ist dann noch die
Lokbremse und hier oben wäre dann für das Horn bzw. die Pfeife. Dann habt ihr hier hinten die Schalter für die Scheibenwischer, die sich auch einzeln ansteuern lassen bzw. auch stufenregulierbar sind. Und hier wäre dann für den linken. Darauf gehe ich nachher auch nochmal näher ein. Was geht nicht? Ihr könnt hier nicht die Jalousien runterlassen. Das funktioniert zum Beispiel nicht. Ihr könnt hier keine Fenster öffnen, auch keine Türen oder so. Oder sämtliche Schubladen lassen sich auch nicht öffnen. No, das wären dann sozusagen die Bedienelemente gewesen.
So, ich habe mal schlechtes Wetter eingestellt und wie wir sehr schön sehen können, sind die Scheiben schon schön kräftig beschlagen. Ja, und ich zeige euch jetzt sozusagen den Ringeffekt. Ihr könnt die Scheibenwischer, wie gesagt, alle einzeln ansteuern. Dazu betätigt ihr halt diesen Schalter für den rechten. Hier hinten ist der für den linken. Und die sind auch stufenregulierbar. So, den habe ich jetzt mal auf schnell gestellt und den jetzt hier mal hinten auf langsam. Natürlich lässt sich das auch alles per Tastatur steuern. Von außen gibt es natürlich keine Effekte, aber das ist normal beim TS. Es wird halt bei grundsätzlich keiner Lok simuliert, dass hier zum Beispiel Regentropfen von außen zu sehen sind. Auch hier an den Seiten werden Regentropfen simuliert. Also ich denke mal, so vom Regen her passt das auch. So, es ist, hab jetzt mal, ja, es ist jetzt dunkel. Wir stehen jetzt hier kurz nach Wittenberg und ich zeige euch jetzt mal den Lichteffekt. Im Moment ist es ja wirklich hier stockduster am Cap. Wir haben jetzt hier lediglich diese zwei Lämpchen. Gucken, ob ich Leuchtmelder, wie gesagt, könnt ihr einschalten. Dann habt ihr hier sozusagen die Kontrolle, die alle funktionieren. Wie gesagt, die Schalter befinden sich unter dem Fahrschalterregler. Deswegen mache ich das jetzt mal per Tastatur. Dazu schalte ich jetzt erstmal das Instrumentenlicht ein. Dann sehe das so aus. Also ihr seht auch, dass das, wie gesagt, sehr schön alles noch lesbar ist. Und schalten wir mal das Cap-Licht dazu. Das ist dann sozusagen das Hauptlicht, was von hier oben kommt. Allerdings muss ich sagen, dass das, boah, das müsste ein bisschen heller sein. Sieht eigentlich nicht so aus, wenn die an wäre. Dann habt ihr hier noch die Leselampe. Das würde dann so aussehen. Da sieht man dann eigentlich auch nur noch sehr, sehr schwer was. Also schaltermäßig kann man dann eigentlich gar nichts mehr sehen. Und schalt mal, also das Hauptlicht ist vorne, jetzt das Spitzenlicht ist schon eingeschaltet. Das sehe dann so bei der Lok aus. Also man kann sehr schön erkennen, wo hier hinten und wo jetzt hier vorne ist. Das Ganze lässt sich natürlich auch umschalten. Also das ist dann, ob die gegengesetzte Seite ist. Ist also als gar kein Problem. Spitzenlicht lässt sich auch Stufen regulieren. Kann man jetzt also sehr schön erkennen, wie hier oben das Lämpchen jetzt sehr dunkel geworden ist. Und das macht sich im Übrigen auch bemerkbar. Man sieht jetzt also hier vorne nichts mehr. Und wenn wir den Zähler machen, kann man also sehr schön sehen, dass man das sehr fein einstellen kann. Also ich denke mal, am Licht gibt es hier echt nichts zu meckern. Sieht wunderbar aus. Auch vorne das Cap-Licht. Jetzt habe ich das große wieder eingeschaltet. Also ihr seht auch hier drin verändert sich dann ja das Licht.
Vom Aussehen her wirkt die Lok wieder schön detailliert. Sie weist Verschmutzungen auf, sowohl im Cab als auch von außen, so dass man das Gefühl hat, dass die Lok auch im Betrieb ist. Die Schriftzüge sind gut zu erkennen, Lokführer wird simuliert. Also ich denke mal, vom Aussehen her gibt's nichts zu meckern. Kommen wir zum Sound. Dieser ist auch wieder gut umgesetzt worden. Man hört das Aufschalten der Gänge. Man hat auch das Gefühl, dass man in einer Elektrolok sitzt. Fahrsound hat sich wunderbar angehört. Also von daher passt das schon. Kommen wir zum Funktionsumfang. Da ist für jeden was dabei. Für diejenigen, die es halt richtig mit aufschalten, also aufrüsten wollen, das ist kein Problem. Aber es gibt natürlich auch die Schnellaufrüstfunktion für diejenigen, die halt, ja, die es halt etwas schneller mögen. Ihr habt SIFA, PZB, Pentografen lassen sich einzeln ansteuern, Scheibenwischer lassen sich einzeln ansteuern, auch von der Geschwindigkeit her. Stufenregulierbares Licht ist bei, also ich denke mal, da sind keine Wünsche fast offen gelassen worden. Ihr könnt derzeit das Add-on Duavetorius erwärmen für knapp 15 Euro. Für diejenigen, die sich die E40 gekauft hatten, die müssten mal in ihr E-Mail-Postfach nachgucken. Da müsste ein Rabattcode dann eventuell drin sein. Dann hoffe ich konnte euch diese Lok ein bisschen näher bringen, bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen angenehmen Tag.